Wir machen die junge Saatkultur, weil wir darauf aufmerksam machen wollen, dass in den letzten Jahrzehnten und im letzten Jahrhundert ein Großteil der Pflanzen vom Acker verschwunden sind, die wir gerne in Zukunft für unsere Landwirtschaft nutzen möchten. Und deshalb möchten wir an Politiker und an die Gesellschaft einen Appell richten, dass wir eine Saatgutpolitik haben, die die Nutzpflanzenvielfalt eher fördert. Denn im Moment sorgt sie dafür, dass die Nutzpflanzenvielfalt abnimmt und dass wir die Pflanzen, die wir zum Essen und für unser Leben nutzen können, sonst diese Vielfalt verloren geht. Gerade in Zeiten des Klimawandels, wo sich die Umweltbedingungen ständig ändern, sind wir darauf angewiesen, dass wir Pflanzen haben, die sich an die ändernden Bedingungen anpassen können. Und das sind nur Pflanzen, die regional erzeugt und regional vermehrt werden. Und deshalb fordern wir, dass die Saatgutsouveränität, nämlich jeder Bauer und jede Bäuerin dürfen ihr Saatgut selber erzeugen und selber vermehren, denn dadurch schaffen wir angepasste Sorten. Es geht darum, tatsächlich, dass Konzerne beginnen, über das Saatgut zu regulieren, wie die Nahrungsmittel der Zukunft nicht nur aussehen, sondern auch wie sie verteilt werden und wer sie kaufen kann. Das Schlimme ist, dass darüber Marktgesetze gemacht werden, die letztlich dazu führen, dass sich bestimmte Gruppen von Bauern, die sich einer anderen Wirtschaften verschreiben, nämlich eine ökologisch nachhaltige Wirtschaft, dass denen der Hahn abgedreht wird. Und das ist jetzt nicht nur in Deutschland so, sondern das betrifft auch die Bauern und die bäuerlichen Betriebe weltweit. Das ist für die junge Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft halt sehr zentral, dass mittlerweile ein Trend einsetzt, den wir so auf der Welt eigentlich fast noch nie hatten, nämlich dass Leute eher aus dem städtischen Kontext zurück in die Landwirtschaft wollen. Wir haben in Deutschland zurzeit nur 2% der Bevölkerung, die in der Landwirtschaft arbeiten, und wir denken, dass das langfristig nicht haltbar ist, denn wir wollen eine bäuerliche Landwirtschaft, und die braucht vor allen Dingen auch wieder mehr Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten. Und deshalb fördern wir es als junge ABL ganz gezielt, auch indem wir politisch darauf aufmerksam machen, dass die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden müssen, dass junge Menschen, die keinen familiären Betrieb im Hintergrund haben, in die Landwirtschaft einsteigen können. Und wir denken, dass es ein gesamtgesellschaftliches Interesse sein muss, dass diese Leute eben darin gezielt gefördert werden. Bäuerliche Landwirtschaft ist für uns die Grundlage einer regional ausgewogenen und vollständigen Ernährung. Denn nur wenn ich als Bauer und Bäuerin meinen Betrieb so gut kenne und so intensiv mit dem Land, auf dem ich arbeite, verwurzelt bin, darüber Bescheid weiß, nämlich weiß, an welcher Stelle ist welcher Boden, wo kann ich was anbauen. Wenn ich dann die bäuerliche Landwirtschaft nehme, dann ist es für mich eine Landwirtschaft, in der die Strukturen der Landwirtschaft so klein sind, dass das von dem Bauer und der Bäuerin noch gewährleistet wird.